So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder Burger für euch vorbereitet, die wir testen wollen. Ich blick da gar nicht durch. Im Kaufland gibt es Burger, im Lidl, im Aldi, im Rewe, im Netto, überall. Jeder hat seine eigene Marke. Du siehst immer eine Firma, du siehst immer irgendwie Burger und denkst, die hattest du doch schon mal. Dann guckst du auf deinen Kanal, du findest absolut nichts dazu. Dann denkst du, du nimmst den doch jetzt mal mit und testest den mal. Aber irgendwie denkst du immer, du testest alles doppelt und dreifach. Heute habe ich hier den Abelen XXL Cheese Burger. Wo der her ist, weiß ich nicht, aber Abelen ist ja die Supermarke, die es eigentlich gefühlt überall gibt. Den möchte ich heute mal testen und ich habe mir überlegt, gerade weil ich es ja schön scharf mag und wenn die Burger nicht würzig genug sind oder die halt nach gar nichts schmecken, habe ich mir jetzt hier diese leckere Samyang Extremely Spicy Soße nochmal geholt, beziehungsweise schon länger geholt. Die ist seit Januar 23 schon abgelaufen. Bei mir ist jetzt September 23. Die ist seit Januar 23 abgelaufen. Die ist noch komplett zu. Die werde ich aufmachen und bei den nächsten Burgern, ich habe nämlich noch drei andere da, werde ich die dann immer mit verbrauchen und so habe ich mal wieder eine Soße auf, die ich essen kann, weil die Samyang Soßen sind einfach die besten, schmecken einfach am besten und geben richtig Feuer. So. Jetzt geht es aber um diesen XXL Cheeseburger mit Burgersoße. Wenn ihr wisst, wo der her ist, schreibt es mir in die Kommentare. Der ist jetzt auch schon abgelaufen, wie ich sehe, nämlich 11.09. Heute ist der 19.09. oder so. Deswegen schnell das Ding auf. In letzter Zeit, da warst du krank, da konntest du nicht viel machen. Da ist vieles liegen geblieben. Jetzt schauen wir mal, ob man den überhaupt noch essen kann. Holen den mal hier raus. Hier ist sogar ein Tütchen Soße mit dabei, was ich sehr gut finde, auch wenn hier der Beutel tropft. Es tropft, der Burger ist, ja, das sieht schon komisch aus, ne, musst du sagen. Es ist nichts Besonderes. Du hast einfach nur das Bun, du hast das Patty, was halt auch schon richtig ramponiert und ranzig aussieht. Das Patty dabei, du hast den Käse, der steht schon in der Ecke und du hast nochmal einen Bun. Das heißt, das ist genau wie jeder andere doppelverpackte Burger, den du immer von Abelen bekommen kannst, nur dass der halt einzeln ist und ein bisschen größer als die anderen, plus eine Soße hat, denn bei diesen Doppelpacks ist ja keine Soße dabei, bei dem ist eine Soße dabei. Macht man jetzt die Soße zuerst drauf, macht mir den Burger erst warm, ich werde jetzt mal ganz kurz den Burger warm machen, dann die Soße drauf machen, dann mal reinbeißen und dann wahrscheinlich die Too Spicy Soße draufknallen. So, der Burger ist jetzt fertig, sieht halt ganz normal aus wie ein Burger und ich kann euch gleich dazu sagen, diese Packungen von Abelen, im Doppelpack habe ich früher ja auch einfach gekauft, wenn wir mal wandern waren oder wenn wir irgendwo hingesteppt sind, Bierchen eingepackt, Doppelpack Burger rein. Die musst du nicht mal warm machen. Das ist ja einfach nur wie ein Brötchen mit einer Frikadelle drauf. Und das kannst du einfach auch kalt essen. Jeder, der sagt, da ist das kalt, seid ihr komplett behindert oder was? Du kannst es kalt essen. Brötchen isst du doch kalt. So eine Frikadelle kannst du auch kalt essen. Eine Scheibe Käse isst du kalt. Es ist nicht normal, dass man Käse warm macht. Außer bei Burgern. Jetzt machen wir aber das hier. Jetzt machen wir das hier aber mal ab. Tun wir hier diese besondere Burgersoße da drauf kippen. Die ist sehr orange. Das kann man so abmachen. Die riecht auf jeden Fall sehr zwiebelig. Riecht wie eine Big Mac Soße. Die klauen sich ja eh gegenseitig alles hin und her. Ich bin McDonald's. Wer bist du? Mir egal. Ich klau deine Soße. So. Ja, also die Soße macht einen guten Eindruck. Ich muss sagen, die Soße riecht recht angenehm, riecht kräftig, recht würzig, recht gleichzeitig auch fruchtig. Ist schön schmierig, ist orange, hat eine tolle Farbe. Die Soße gefällt mir auf jeden Fall. So, machen wir mal hier drauf. Machen das mal so, dass das vielleicht aufsaugt. Seht ihr das überhaupt eigentlich? Ich bin es gar nicht gewohnt, dass man so viel sieht. Jetzt, da war gerade nichts. Ich habe da auch nichts drauf gemacht. Das ist alles, was auf dem Käse war, an Soße, was jetzt hier oben hängt. Da beißen wir jetzt mal rein, um zu gucken, wie das schmeckt. Wahrscheinlich wird es halt einfach nach dieser Soße jetzt schmecken. Und klar, da sind jetzt keine Gurken drauf, da sind keine Tomaten drauf, da ist kein Salat drauf, da ist nichts anderes drauf. Aber so für zwischendurch finde ich trotzdem Abelen einfach geniale Firma. Es muss nicht der große sein,
die zwei kleinen reichen. Da kannst du dir selber dann Ketchup oder irgendwas drauf machen oder selber mal eine Tomate drauf schneiden. Aber wenn du den großen, dann trotzdem mal mitnimmst, finde ich, passt auch. Gerade durch diese Soße, denn der Burger ist der Burger, so wie auch im Kleinen, nur in Groß. Aber die Soße, die es bei den Kleinen nicht gibt, die bei dem dabei ist, schmeckt auf jeden Fall gut, ist was Besonderes, ist lecker für zwischendurch. Das ist kein Luxusfraß, das ist einfach nur für zwischendurch, wenn man mal Bock hat, schnell irgendwas zu essen. Ja, ich hatte das jetzt 2 Minuten in der Mikrowelle, jetzt ist schon wieder 5 Minuten kalt geworden. Aber wir wollen ja trotzdem den Test mal machen, wenn wir die Samyang-Soße nehmen, die Extremely Spicy, seit über einem halben Jahr abgelaufen, aber ist ja nicht schlimm. Mal gucken, wie es damit schmeckt. Ansonsten, was kann man sonst da drauf machen? Tabasco oder irgendwas? Ach, die Soße ist noch... Ich habe ja gesagt, die ist neu. Das heißt, hier ist auch noch so ein Pfropfen drauf. Der Pfropfen muss auch noch ab. Es ist sehr windig. Das ganze Papierzeug fliegt mir hier immer zu weg. Die Wespen kommen auch an. Wir müssen das jetzt mal aufmachen. Und ich feiere die Soße. Wenn ich mir immer beim Chinamann irgendwas hole mit Hähnchenbrust hier, panierte Hähnchenbrust, du kannst das Fleisch mit der Samyang-Soße so einfach essen, weil das so genial ist. Jetzt knallst du das hier dir drauf. Alter Wespe, was geht ab? Oh mein Gott. Du merkst gar nichts mehr von dem Burger. Du hast sofort präsent. Diesen besonderen Samyang-Soßengeschmack. Die Schärfe ist da, ist auch präsent. Aber das ist gut, die Soßen müssen eh weg. Die Burger müssen gegessen werden. Feier dir Abelen, die Firma. Schreibt es mir in die Kommentare. Oh. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Aber das passt, du gewöhnst dich dran, du kannst das machen. Gönn dir Samyang-Soße auf den Burger. Ciao.